Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Tavern Master. Und ich würde sagen, naja, wir haben ja im letzten... Irgendwie müssen wir gucken, dass das mit dem Geld besser hinhaut. Also hauen wir direkt den nächsten Tag raus. Da kommen unsere Abenteurer. Können die jetzt wieder Erdbeeren pflücken gehen? Die können Erdbeeren pflücken gehen. 34, 37. Ich habe keine Ahnung. Kannst du mal... Und hier auch. Naja, wir brauchen das ja trotzdem... 50. Ja, komm, die beiden, das... Oh, kein Geld, schade. Was? Minus 1300? Wie funktioniert... Ah ja, oben, wir haben ja viel höhere Personalkosten, ne? Weil ja hier und so, ne? Und ja, ich verstehe. Da war was. Ich entsinne mich. Was ich allerdings tatsächlich jetzt gerne ausprobieren wollen würde, wäre, wir gehen mal hier hin, dann gehen wir eine Etage tiefer. Dann haben wir kein Geld, dass ich das ausprobieren kann. Und wir müssen damit leben. Okay, also hier hinten sitzen tatsächlich bessere Leute. Okay, das sind keine besseren Tische, das sind aber nur... Ja, ich weiß nicht. So, wer ist gestiegen? Sterling? Oh, Sterling, der Forscher. Hopp, rein. Schneller, hau rein, mache er. Weg damit und weiter. Rob und Sterling. Sehr schön. Da muss doch jetzt hier, müssen doch... Können wir bitte hier? Okay, du darfst nicht zu zwei, du darfst nicht zu zwei. Und du... Nein, du... Du darfst auch nicht zu zwei. Und ganz ehrlich, du darfst auch nicht mehr zu zwei. So, was hat die? Die gewinnt schneller an Erfahrung. Die darf... Bitte essen mit weniger Elan. Mit viel weniger Elan. Und hier nur noch so reinigen. Und dann weiter. Da kommen sie. Jo, da sind zwei. Die kümmern sich fast nur ums Essen. Kann man bitte mal da den Cedar wegtun? Warum? Hallo? Okay, erste Etage, erste Etage, erste Etage, erste Etage. Okay, dann hier so rum. Dann so rum und ihr dafür hier und hier. Wo ist der Johnny? Der Johnny darf auch nur hier. Die dürfen auch alle nur in Nummer 1. Nur in Nummer 1. Wo ist denn der... Da ist der andere Johnny. Der darf auch nur in 1. Wir werden die jetzt einfach trennen voneinander und zwar direkt. So. Und go. Ja, so viel kann hier oben gar nicht rumstehen. Oh, da oben steht verdammt viel rum. Hm. So. Hier machen. Hier hin. Nein. Stopp, zurück. Hier hin. Dann. Oh, da geht noch eine. Okay, dann stopp. Hier. Kellnerinnen. Okay. Aber wenn, dann nehme ich... wenn, dann nehmen wir dich. Nein, wir nehmen dich. Einfach. Wir nehmen dich einfach. Die nächste Brenner. So, natürlich nur in der 2. Und go. So. Okay, und da ist der Tag vorbei. Hier gehen wir mal nach unten. Ab wann? Ab 8000 ist hier der nächste. Und wir haben es nicht mehr geschafft. Naja, hilft halt nichts. Wie sieht es denn hier aus? Morgen Feier. Hier, wie sieht's hier aus? Freitag. Haben wir noch irgendwas? Wir kriegen das Jubiläum nicht mal mehr unter. Wir kriegen die Henker nicht unter, das Jubiläum nicht unter. Verdammte Axt. Okay, dann hier weg. Ich würde sagen... Sieht gut aus. Bitte hier hin. Bitte weg mit diesem Tisch. Bitte hin mit diesem. Dann hier hin. Bitte weg mit diesem Tisch. Bitte. Verdammt, bitte tu den rein. Alter, hier hin. Jetzt haben wir's. So, und jetzt fangen wir mit einem unglaublich fetten Minus den nächsten Tag an. Aber ich denke, wir kriegen das gebacken.
2015 Minus. Das heißt, jeden Tag 2000 irgendwas. Aber hier werden auch unsere Sachen immer aufgefüllt. Ja, Kisten werden aufgefüllt und auch oben werden die Getränke aufgefüllt komplett. Und das ist natürlich schon ein fetter Batzen. Und da müsste jetzt gleich Kohle reinkommen, weil alle sitzen. Wie sieht's aus? Oh, wer ist da aufgestiegen? Die Lilly ist nochmal einen aufgestiegen. Hervorragend. Zack, ich würde sagen, Lilly, du machst Geschwindigkeit nicht tragend. Brauchst du noch einen rein? Sehr schön. Lilly ist Max. Oh, alle Gäste dieser Veranstaltung wurden bedient. Es gab Geld. Dann wurde hier der Erbseneintopf. Der ist gestiegen. Hier ist nochmal jemand. Oh, der Rob kann jetzt auch. Zack, ich würde sagen, der Rob macht... der Rob macht jetzt da 64 am Tag. Hervorragend. Ja, und wenn wir hier die nächste Küche reinbauen können, weil die Forschung durchgedroschen ist, dann... Jo, können wir A nochmal... Ach ja, genau, was ich ausprobieren wollte. Ich weiß gar nicht, war das in der Folge oder war das in der letzten? Ich kann nicht mehr, ne? Es ist... ich würde gerne... Und zwar... Hier... Und hier... Und dann hier rüber... Und dann hier... Und hier... Und dann würde ich gerne einen nach oben... Und dann können wir da dicht machen. Absolut glorreich... Bodentextur, bitteschön. Bitte die bessere... Nein, wir nehmen diese Bodentextur dafür und vor allem auch dafür. Jawohl, dann gehen wir hier aufbauen, drehen uns hier rüber, nehmen das da und sagen hier rum, hier vor, hier rüber, hier rüber. Nein! Super, toll. Ganz klasse, so muss man sich auch erstmal verbauen können. Nein! Was? Hallo? Hier. So, dann braucht das ein Fenster, hat's geheißen. Hier ein Fenster. Dann braucht das eine Tür, hat's geheißen. Also hier eine Tür und hier eine Tür. Und dann können wir hier hin. Und dann gibt's hier Betten. So, da ist ein unglaublich billiges Bett. Also dieses Bett hier hin. Dann gibt's einen... Ja, hier, oder? Mach mal den da. Mach mal den da. So, und dann gibt es hier nochmal Hotelzimmer-Requisiten, die wir natürlich noch nicht haben. Aber was man natürlich noch reinstellen kann, ist natürlich hier Licht. Also Kerze. Einmal. Zweimal. Und dann kostet dieses Zimmer 25. Okay, wenn wir... Egal, wir machen das jetzt mal so. Und dann haben wir hier oben Damen, die ja auch Hotel machen dürfen. Dann schauen wir mal, ob da irgendwann irgendwie irgendwo einer aufschlägt. Ja, obwohl, lass mal gucken, wenn wir jetzt hier... Wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, okay... Wir klatschen da ein zweites... Ah! Look at this, okay... hier, hier und dann hier und nein, ich habe nicht genug Geld dafür. Okay, gut, ist ja kein Problem, aber das sind diese gefürchteten Mehrbettzimmer. Also wer hier, wer seine Zeit damit vertrödelt, so Pen and Paper Spiele zu spielen oder an sich Rollenspiele, das sind diese gefürchteten Mehrbettzimmer, ja, in denen immer keiner schlafen will. Ab einer gewissen Finanzkraft der Abenteurergruppe. Ja. Ja, ich würde euch so gern den Tisch da unterm Arsch wegziehen. Ja, aber so wie du säufst. Kollege, so wie du säufst, ja, da ist das total unnötig. Wie sieht's hier aus? So. Okay, wir brauchen. Mach mal Pause. Wir brauchen Pilze. Es hilft nichts. Hier, hier und hier. Yo, go. Und wir brauchen Erdbeeren. Du und du. Yo. Und dann können wir weitermachen. Das heißt, die stehen jetzt noch auf und gehen. Das hat uns jetzt noch richtig Kohle gekostet. Hervorragend. Oder nicht hervorragend. Da gehen die Leute. Wow. Verärgerte Kunden. Heute hatten wir mal keine. Heute guckt er mal wieder rein. So.
dann würde ich sagen, wir beginnen auch direkt gleich den nächsten Tag. Ja, wir hauen direkt durch. Echt, willst du es wirklich wissen? Schau dir mal den Typen an, Kollege. Ja. Er hat Panzermann. So. Ich glaube, es waren heute Nacht keine Gäste da, oder? Nein, wir haben nachts keine Gäste bekommen. Ja, wir haben richtig Geld rausgedroschen und ausgegeben und, ne? So, wir können natürlich, wenn wir jetzt da hingehen, können wir natürlich hier mit den so und dann können wir den hier hinschieben. Kleiderschrank können wir jetzt natürlich keinen kaufen, ne? Ganz klar. Aber so an sich sieht das doch schon ganz, ganz toll aus. So, wir gehen mal ein tiefer hier hin. Da ist das, da ist das. Das könnte man noch, wenn man es denn haben sollte, was wir nicht haben. So, hier, da sitzen die doch. Schau mal, wie toll die hier sitzen. Ja, da schaust du. Da haben wir das. Das darf auch so bleiben. Okay. Ja, sieht in Ordnung aus. Kann man so machen. Was ich schade finde, ist, dass man immer, dass man bestmöglich dann so Blöcke baut. Das finde ich immer ein bisschen, schade so an sich schon. Ja? So. Warum? So lange kann es doch gar nicht sein, dass man da oben warten muss. Das kann praktisch gar nicht sein. Oder kommt er nicht hinterher? Ist er zu langsam? Ja, weil die Mädels sind es definitiv nicht. Ja? Okay, wir machen hier. Wir springen zum. Da ist es. Du. Gleich hier hin. Du. Hier hin. So, go. Zack, da haut ihn einmal Wasser drauf. Läuft, gibt verbrannte Einrichtung. Da ist sie. Hier hin. Hau drauf, ist gemacht. Die unten gehen nicht mal, ne? Also die unten kriegen vom Feuer gar nichts mit. Da wird auch schon wieder, da die kommen, drehen direkt auf der Treppe um und setzen sich wieder. Ja, ja, ich glaube tatsächlich eher ist das Problem. Glaube ich leider wirklich. So, wie sieht's hier aus? Okay, wir brauchen noch 49 besondere. Na, mal gucken. Da sind unsere Hotelräume. Hier drüben geht auch. Wir können mal hier Boden. Bodentextur. Ich möchte diesen Boden. Hallo? Den da möchte ich. Den. Danke. Bauen hier. Und dann das einfach weg damit. Hervorragend. Hier hin. Und dann hier hinter den auch einfach da so hin. Und dann können wir weitermachen. Da ist der Tag auch schon wieder beendet. Verdammte Axt. Irgendwie kommt abends keiner, ne? Wir können ja mal ein bisschen laufen lassen und nicht direkt zum nächsten Tag, aber... Nee, ich sehe nicht, dass da jemand kommt. Sehe ich jetzt tatsächlich leider nicht. Jo, dann würde ich sagen, wir starten direkt in den nächsten Tag wieder mit... Boah, diese Gelder, ne? Ja, jetzt sagt er hier, du musst aber. Du musst, wir wollen. So, hier hin. Okay. Sonntags. Können wir noch nicht. Okay. Hierhin. 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 Yo. Hierhin. Jawohl. Dann hierhin. Dann Veranstaltung. Dann weiter. Daher. Und dann... Ich weiß nicht, das mit den Henkern ist immer so eine Sache, ne? Ja, komm, erst die Henker. Dann gehen wir ein Stückchen weiter. Können wir nicht. Schade, schade, schade. Okay, dann hierhin. Und dann...
lass mal weitermachen. Hier, hier, hier. Hier rum, hier rüber. Da können wir von Dortens und da könnte man von hier aus rein. Ja. Haben wir. Hier haben wir nichts. Nisch. Okay. Haben wir nicht. Haben wir auch. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Boah, 12.000, ne? Ja. Hammermäßig. So, wie sieht's hier aus? Naja, bei 800, wir tun uns das jetzt mal nicht an. Menü, was ist besser geworden? Die Obstschale ist besser geworden. Hervorragend. So, da ist nur einer am Rödeln. Was geht denn da gerade am besten? Suppe geht gerade irgendwie gar nicht, wa? Okay, jetzt Hauptgerichte, was ist mit dir? Okay, es hilft nichts. Wir machen das einfach so, du darfst auch Hauptgerichte machen, okay? Aber mit ganz wenig. Nachspeisen darfst du keine machen, weil du kannst das nicht, du versaust das nur. So. Hier lang, hier rum, hier rüber. Ja, ein bisschen was kommt rein, aber halt nicht gewählt. Es tut mir leid, es wird gleich knarzen. So. Okay, da, genau, die sind ja schon so gut wie unterwegs, die Jungs. Absolut hervorragend. Hier rum, hier rüber. Ist da oben irgendjemand? Nope. Keiner. Dieser Bereich ist uninteressant, möchte ich sagen. Finde ich sehr, sehr ungut. So, wir können mal hier hin, dann können wir hier mal auf Dekoration. Und dann würde ich sagen, hier, wir hauen hier mal so. Na, wie sieht's aus? Hier so Deko. Da so Deko. Nee, irgendwie nicht, ne? Doch, hier. Oder? Nee, irgendwie auch nicht. So, wir machen das mal so. Okay, haben wir. Dann hier. Vielleicht irgendwie was Besseres. Sowas. So. Okay. Haben wir. Dann hier hin. Dann der. Hier hin und dann müssen wir ein bisschen warten. So. Beziehungsweise einmal Deko können wir noch. Und zwar diese Deko, die können wir, habe ich nicht mehr. Okay, können wir nicht, dann nicht. Aber ich würde sagen, wir beginnen direkt den nächsten Tag mit Minus. Hervorragend. Ach, das sind die 80. Ja. Ja, gut, okay, die. Die geben wenigstens, wenn sie alle herin sind. Dann geben die ja schon ganz gut, ne? So, hier, wie sieht's da aus? Da ist noch nichts. Was wird denn bei denen gegessen? Bei denen wird dieses Fleischding haben die, ne? Was wird denn... Okay, wir haben es geschafft. Dankeschön. So, hier wird Fleisch und Erz, da wird hier... Pilze und hier können wir den da. Yo. Da die Erdbeeren. Das heißt, wir können. Wie lange dauert denn das immer mit den Pilzen? In dem Fall, ich glaube, 2 Tage, ne? Dauert 2 Tage. 1, 2. Okay, das funktioniert nicht. Okay, gut, dann nicht. So, jetzt essen und trinken die da erstmal recht ordentlich. So muss das. Gäste haben wir keine. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir haben halt keine. Hier hin, hier hin. Hier nicht hin. Okay. Du hier hin. Du hier hin. Und dann stehst du richtig. Hervorragend. Klasse. Hotel, Zimmer, da können wir noch nicht, weil es nicht erforscht im Forschungsbaum. Sehr schade, da würde noch ein Bett hinpassen. Theoretisch, aber ist halt nicht, ne? Okay. Schade, schade. So, was fehlt bei der Forschung? Bei der Forschung fehlen 18 seltene. Wir haben 80 ganz besondere. Schade, genau, falsch rum geplant. Naja. Passiert. Ja, alles nicht so wild. Ja, sowas passiert halt mal.
So, hier rum, hier rüber, hier runter, hier lang. Ah, ich will nicht. Verdammt, das habe ich schon wieder vergessen, ne? Wir gehen eine Etage höher, dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier hin. Okay, dann hier. Halt, nach oben. Drehe er, habe ich gesagt. So, hier einer hin. Hier einer hin und hier einer hin. Und dann Lichter. Und zwar den prunkvollsten, den wir haben. Und das ist der da. Hier hin. Und dann müssen wir den hier um einen verschieben. Können wir nicht. Halt, du bleibst genau da, wo du... Hier. Dann müsste das exakt mittig sein. Jawohl, Dekorationen. Hier. Wieder weg. Zack, dahin. Der da. Ja, hervorragend. Und dann natürlich... So, hierbei dann... So. Das geht doch, oder? Einmal hier. Na? Ah, klasse. So, das wird der Premium-Raum. Stopp. So, jetzt hat. Das wird der ultimative Raum. So, da haben wir das. Wir sind ja schon wieder spät. Das heißt, die Jungs können ja schon langsam dann aber sicher wieder den Heimweg antreten. Ach ja, was erforschen wir? Wir erforschen gerade Küche plus eins, genau. Das heißt, damit wir hier oben dann eine Küche reinstellen können. Sehr gut. Okay, die beiden sind ordentlich beschäftigt. Sehr schön. Verärgerte Kunden hatten wir heute mal keine. Waren ja auch nicht alle da, ne? So, dann eine Etage tiefer. Dann hier hinten rein, dann hier hin. Hier. Nee, machen wir jetzt nicht. Komm, das muss jetzt so gehen. Wir gehen direkt in den nächsten Tag, gehen dann hier hin. Ja, und stellen dann fest, verdammt. Obwohl, Moment, hierher, hier. Eins, zwei. Okay, pass auf. Und zwar, wir machen das so. Hier hin, nein, stopp. Hier hin, dann Pilze. Natürlich keine Kohle, also müssen wir warten, bis Geld da ist. Da müssen wir jetzt warten. Da laufen sie rein, da kommen sie, da schneien sie rein. Ja, hier, wie sieht's hier aus? Okay. Dieser Raum wird nicht gebucht. Dieser Raum auch nicht. Gehören da vielleicht noch Tische rein und ich habe da vorher irgendwas richtig fett überlesen oder... Keine Ahnung. Hier unten läuft's, ne? Jo. Hier unten läuft es. Sehr schön. So, da kommt Geld. Da, den habe ich wieder vergessen. Oh, hier Fisch, ne? Oh. Ja, von oben gehen sie, weil sie nicht bedient werden. Und ich verstehe es nicht. Es muss am Barmann liegen. Denn es sind genug Kellnerinnen unterwegs. Definitiv. Definitiv sind genug Kellnerinnen unterwegs. On the way. Wie sieht's hier aus? So, 12 besondere haben wir noch, die wir bedienen müssen. Da gehen die Leute. Ja. So, hier. Wer ist aufgestiegen? Landolf, der Koch, ist aufgestiegen. Du bist der, der Suppen machen darf. Okay, das heißt, du darfst auch Hauptgerichte machen. Zack, hier, Hauptgerichte. Danke. Und gleich wieder raus. Warum er nicht aufsteigt, verstehe ich nicht. Aber es wird Gründe haben. Das ist nicht schön. Wir müssen mal gucken, wie viele da wirklich gegangen sind. Und hier hockt keiner drin. Finde ich sehr schade. Forschung fertig. Zack, bitte den da. Und ich bin am Überlegen.
Oh, ich sage plus 1 Kamingrill. Boah, da brauchen, nee, da brauchen wir so einen. Das machen wir nicht. Ja, komm, hier. Oder lass Hotelmöbel erforschen. Das passt dann schon einigermaßen. Da ist jemand aufgestiegen. Die Mathilda ist aufgestiegen. Einmal hier. Und die Mathilda darf einen schneller laufen, wenn sie tragend ist. Hep haben wir. Und weg damit. Und dann geht's weiter. Okay, also irgendwie ist das seltsam. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie ist das komisch. So, hier rum, hier rüber. Nein. Ja, komm, mach einen schneller, weil dann sollen die Leute nach Hause gehen. Verdammte Axt. Ha. Nee, du. Verärgerte Kunden. Boah. Etage. Kellnerin Helga nahm eine Essensbestellung auf. Erdbeerkuchen hat 9 Sekunden gewartet. Ah, also sie gehen wie am Essen. Ja, okay, gut, da kann ich, hey, ernsthaft, sorry, aber pass auf. Dann Umbaumaßnahmen, aber erst in der nächsten Folge. Das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.